Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mod-Test. Heute wieder mit einem neuen Mod und ich stelle ihn euch gleich mal vor. Haben wir in den Fendt Xilon 524. Ausstattung: Frontladerkonsole, Rundumleuchte und eine Fronthydraulik ohne Zapfwelle. Den kaufen waren sie 65.000 und den Fendt Cargo für 10.000. So, hier steht er. Der Fendt Xilon 524. Wir steigen mal ein, ja. Okay, erstmal Licht anmachen. Was ist das denn jetzt? Okay, bei mir geht das Licht irgendwie immer aus. So, wir kuppeln hier mal eben den Frontlader an. So. Aber es liegt hinten am Pad 6. So. Fahren wir da mal ein bisschen. Ja, okay, man sieht hier beim Lenkrad ist ein kleiner Bug. Der weiße Strich wird zu hoch angesetzt. Hier schön mit Beifahrersitz. Dieses mit der Leertaste hat er nicht. Wie gesagt, Frontlader kann man nur runter. Oh, jo, verdorrt hier schön. Ich Wieder, werde da ist schon der jetzt Drücker. nochmal im Anschluss ein paar Bilder oder so reinsetzen. Auf jeden Fall. Ich habe ihn vom Motorster und dort hat er nach aktuellem Stand 4 Sterne. Und er ist auch empfehlenswert. Link wie immer in der Beschreibung. Und ich setze jetzt noch ein paar Bilder rein.